Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Payday 2. Heute geht's ins Einkaufszentrum. Mit dabei ist Bandit Bob. Moin Moin. Der liebe Cocaine. Hallöchen. Und Mindy. Moin Moin. Ja, Einkaufszentrum, irgendwie alles zerstören und ein bisschen was können wir mitnehmen, oder? Das hatten wir letztes Mal. Ja, so. Wir probieren heute das Einkaufszentrum mit einem Totenschädel. Mal gucken, ob das gut geht. Ja, viel Spaß. Überfall starten. Yep, you heard him right. Vlad is serious. We're going to the mall. We destroy as much as we can. Enough destruction and this client will rethink his... Go into the mall and roof up whatever you see. Keep civilians out if you can. We don't need unnecessary heat. Ja. Dann. Willkommen in der Mall. Die Polizei parkt schon davor. Das lässt nicht hoffen. Gibt's hier eigentlich andere Eingänge außer der Haupteingang? Nein. Ich weiß es nicht, nee. Nicht wirklich. Also links können wir nicht lang. Das hatte ich schon mal. Wir gehen erstmal einen Kaffee trinken. Ja, irgendwie schon. Ich nehme noch einen Donut und Das Bärchen sitzt nicht mehr hier. Aber Das sieht ganz lecker aus eigentlich, ne? Bisschen eckig, die runden Kumbo. Bällchen. Können wir ja vielleicht danach nochmal kurz vorbeigucken, also... Was macht die denn? Sparkle Spirits, da müssen wir hin. Ich hab gesehen, oben gibt's wohl auch ein paar Handtaschen. Hallo, also. Ihr zwei, ihr esst ja gar nichts. Was ist mit euch los? Ich will Notausgang gehen. Ach, die ist so schüchtern, ja, das wird doch so nix. Du musst mal rangehen, Mädchen. Oh, und er sitzt Gott. Dann mit den Händen hier ich in... Ich kann das nicht mit ansehen, das... Nee. Was geht's denn? Notausgang? Okay. Ja gut, also wenn hier jemand von vorne reinkommt, ist ja die Rolltreppe der... Nee, Quatsch, direkt an der Rolltreppe. Mann, ist das Ding offen. Oh, hier ist direkt ein Wachmann, wenn ihr hochkommt. Auf der rechten Seite. Ja. Und dahin läuft eine Patrouille. Fantastisch. Ich glaube, wir sollten mal schauen, wie viele Wachmänner wir überhaupt insgesamt haben. Damit wir gucken können, vielleicht kann ja jeder einen irgendwie nehmen, vielleicht... Du bist da vorbeigelaufen. Okay. Ja, ich wollte mal hallo sagen. Ich gehe mal hoch, guck mir das mal an. Ein Weinladen. Vielleicht können wir das ja so gut verteilen, dass jeder einen kriegt oder vielleicht einer zwei oder so. Also ich sehe oben schon zwei rumrennen. Ja, aber unten sind da auch nur zwei, oder? Ja, das dürfte gehen. Also, ich habe jetzt beide im Blick und der Cocaine auch. Wenn jetzt noch einer runtergeht, entweder macht ihr das Cocaine. Okay, jetzt. Dann gehe ich runter noch. Ja. Und dann machen wir einfach direkt oben. Dann machen wir direkt dann Maske auf. Dann müssen zwei unten alle beruhigen und zwei. Habt ihr unten beide im Blick? Ja, ich habe einen hier hinten im Blick, ja. Okay, dann ich auch. Cocaine, nimmst du den hier auf den Mittelsteg? Der müsste dir jetzt entgegenkommen. Ja, der kommt dir 3, entgegen. 2, 1. Ja. Maske auf. Okay. Tito. Pager beantworten, nicht vergessen. Oh ja, Entschuldigung. Das ist Zivilisten sind geflohen. Okay. Okay, zerstören. Los, machen. Alle Glasscheiben. Wie hast du den Wagen kaputt gekriegt von innen? Warte. Sag mir doch einfach, was du gemacht hast. Einfach die Scheiben kaputt machen. Okay, die Scheiben sind kaputt. An allen Seiten. So, hier noch und die auch noch. So. Zerschießen kann ich sie nicht, aber zerschlagen. Nee, ist klar. Jawohl, natürlich. Was denkst du? Ich stehe auf dem Auto, aber es geht nicht kaputt. Okay. Erzählt mir aber jetzt keinen Schaden an. Nee, irgendwie gar nicht. Also ich glaube schon, dass wir irgendwie die... Also mit Schaden machen meinen die, glaube ich, schon wirklich irgendwie... Ja, wir haben schon 10k. ...einsagen müssen. Wo steht denn das? Wo siehst denn du das? Hat er gerade gesagt. Irgendwo ist hier ein Drill. Ah, der ist bei mir. Den mache ich wieder ganz. Ich habe hier oben 3 Taschen mit Schmuck. Ja, dann lass uns den mit runternehmen, oder? Ja. Keep drilling, you piece of shit.
Komm, wir sollten zusammenbleiben. Das ist ja von hinten auch schief gegangen, als wir verteilt waren. Wie gesagt, ich habe hier oben im Schmuckladen drei Taschen noch. Ja, wir kommen zu dir. Hol die ab. So, kommen wir hier. Okay. Lass mich die kurz mal aufsammeln. Ich glaube, dann ist da mehr drin. Okay, jetzt habe ich schon alle auf. Kurz. Wo bringen wir die hin, die Taschen? Frage, wo der Notraum ist. Ja, lass doch hier an. Sorry, diesen, sorry. Lass doch in diesen Passanten haben wir schon. In diesen Stuff Room. In Stuff Room? Wo ist das bei dir? Das war doch gefunden. Was hast du doch gefunden? Das war ein Zwischengang, ja. Lock den mal kurz. Können wir nicht an der Seite hier runter? Okay, habt einen Sniper. Ja, ihr müsst die Glasscheiben in Türen auch zerschlagen, nicht vergessen, okay. Ne? Also soweit ich das jetzt interpretiert habe. Einfach alles kaputt hauen, was geht. Ja, es geht gut. Oh, da kommen. Oh mein Gott, das viele. Wollen wir die Taschen in den Staffraum ablegen oder was? Können wir am ersten Mal machen. Ja, aber das, dann müssen wir sie auch wieder rausholen. Der Drill. Ja gut, hier ist aber eine Treppe, das passt schon. Ob wir den Drill abwarten sollten, ist die Frage. Also ich hab hier einen, der ist gleich fertig. Meine dauert noch Sekunden. Meine ist aber nicht wichtig, da hat sich viel drin. Sniper am Dach. Happen. Ich habe auch keine Moon zum Nachladen mehr. Warte. Ich leg die hier mal in den... Drill. Ach ne, das sind die Taschen. Wo hast du gelegt? Hier im Bierenstore. Okay. Und noch 15 Sekunden. Dann ist der hier fertig. Au. Der Drill. Ja, der Tresor war komplett leer. Oh, mich hat irgendwas... Hier ist ein... Wir müssen noch mehr zerstören, hat er gesagt. Ja. Wo haben wir eigentlich jetzt alle Taschen? Ich hab meine auch auf dem Rücken. 10, noch 10.000 zerstören. Wer schießt denn hier auf mich? Von wo? Ah, da hinten, die kommen die Treppe hoch. Okay, wir haben's. 2 Minuten. Komm, wir müssen zusammenbleiben. Ich hab keine Muni mehr. Wo. Oh, fuck. Ich hänge fest. Fuck diese. Jetzt. Da kommt noch mehr vom Dach. Wo ist unser Muni weg? Im Birnstore. Hier kommen noch mehr. Die sind direkt zwischen euch. Mini, komm mal zu uns. Sagst du so einfach. Ich leg meine Tasche hier in den Raum. Meine Arzttasche hier hin. Ich muss mich mal heilen. Warum kann ich nicht? Achso, F. Jo. Eine Minute noch. Hier rüberkommen, Bennett.
Bandit. Ja, ich muss noch kurz Muni auffüllen. Komm, komm mal, komm mal. Tasche ist weg, oder? Warum ist jetzt so still? Wer fehlt hier? Mindy fehlt. Wo ist er? Ja, ich hab die Tasche noch geholt. Den Sniper habe ich auch noch runtergeholt. Wartet auf den Hubschrauber. Treppe 2-3. Hab ich. Okay. Ich hab keine Moon mehr. Lauf da hinten. Da hinten liegen so viele Leichen. Hier, vor mir. Ich bin im Sportcenter. Achso, wegen Moon, ja, alles klar. Wo hinten bleibt sind der Scheiß da hier? Wow. Shopper is arriving? Wo? Hier sind noch Munipacks, ja. Hab ich. Hier hinten sind auch noch zwei. Ich höre den Hubschrauber. Der Hubschrauber kommt. Warum kann ich jetzt nicht mehr normal laufen? Wo müssen. Doof. Weil deine Tasche so schwer ist, weil du so viel eingesammelt hast. Ja, ja, klar, hab ich. Lass mal Hubschrauber, der Hubschrauber ist da. Oder so, oder keine Ahnung. Ja, aber der ist nicht für uns, glaube ich. Doch, 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 7 Meter. Hier, hier, komm cool. Hier in die Fluchtzone, komm. Jawoll. Einmal fliegen quasi. Let's go get paid from old Vlad. Na, das ist doch mal. Naja. Ja, immerhin, du haben wir doch gerne gemacht. You're welcome, Vlad. Schwere ballistische Weste jetzt in deinem Inventar verfügbar. Oh, hier so ein Ex-Geschützte. Bitte! Oh, das sieht stark schon wieder nach 12.000 aus. Ich bitte auch. Nein, niemand von uns. Oh, yay, Maske. Der Waffenmod der Bestrafer. Nee, Muster. Was ist das? Clockwork Gears. Ja, das ist ein Muster. Joa. Joa, ne? Joa. Könnte besser sein. Diese Cross-Kill-Pistole ist jetzt nicht der Bringer. Nee, nicht wirklich. Naja. Ja, sind wir in der Lobby. Ja, wir sind jetzt bei 13 Minuten, das haben wir doch recht schnell durchgezogen. Aber ich denke, das langt auch, oder? Jo. Noch einen Überfall kriegen wir nicht rein, also. Ihr habt jetzt das Einkaufszentrum gesehen. Schwer, oder? War die Meinung? Es ging. Es ging eigentlich, also von der Polizei her war das jetzt nicht das Problem. Also wenn man ja, zusammenbleibt, geht's. Richtig. Also, vielleicht können wir auch noch koordinierter spielen, weil man vielleicht noch höher levelt. Müssen wir mal schauen. Ja. Ja, ich denke, wenn man mehr Level hat, hat man bestimmt auch andere Möglichkeiten, das Ding zu beenden. Mhm. Ja, richtig. Aber das Einkaufszentrum Silent ist schwierig. Boah, ist kaum was. Ist unmöglich, oder? Ja, ich also man müsste höchstens hoffen, dass man. Es ist halt die Frage, wie das funktioniert. Ja, aber guck wenn mal, wenn die Wachleute eingeschüchtert werden, das habe ich auch schon mal gesehen, dass man die einschüchtern kann. Soll ich die Maske absetzen? Ja, mal gucken, wir werden es erleben. Also ich meine, wir sind ja gerade mal hier Level 9, 10, 12, also da ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. Da ist noch Luft, ja. Ja, ja. Gut, wenn euch das trotzdem gefallen hat, wie wir hier im Kaufhaus randaliert haben, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Tipps sind immer gerne willkommen. Ich sag danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Tag. Bis zum nächsten Tag. Bis zum nächsten Teil von Zahltag 2, wollte ich sagen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Tag. Tschüss.